Das erste M ist mit dem Mahlwerk mit Dosiereinheit verbunden. Diese Kaffeedosiermühle besteht aus dem Kaffeebohnenbehälter und der eigentlichen Dosiereinheit mit einem Kreuz, einem Behälter für den gemahlenen Kaffee und einem Hebel, der mit einer Feder gesteuert und zurückgestellt wird, um den Kaffee zu dosieren. Und dann der wichtigste und wesentliche Teil, die Mahlwerke, die je nach Verwendung konisch oder flach sein können. Die erste Berührung mit dem Kaffee erfolgt genau hier, im Kaffeebohnenbehälter. Woraus besteht dieser Behälter? Er umfasst einen Deckel, der immer geschlossen sein muss, damit das Kohlendioxid des Kaffees so lange wie möglich darin erhalten bleibt. Dazu kommt ein Trichter, der dazu dient, dass die Bohnen eingefüllt werden und bis zum Mahlwerk gelangen. Wichtig ist, dass der Bohnenbehälter jede Woche gereinigt wird, denn die Ölrückstände können rasch ranzig werden und dann unserem Kaffee einen unangenehmen Beigeschmack verleihen. Die schnellste Methode ist der Dampfstrahl der Kaffeemaschine. Wir benutzen also den Dampf des Kaffeeautomaten, um die Ölrückstände, die sich im Behälter befinden können, zu lösen. Mit Papier trocknen und säubern wir dann den Behälter innen gründlich und setzen ihn wieder auf. Sie besteht, wie gesagt, aus einem Kreuz, einem federgesteuerten Hebel, der dazu dient, dass er wieder in die Ausgangsposition zurückkehrt, damit wir die nächste Portion dosieren können. Es ist wichtig, am Abend daran zu denken, das Mahlwerk rechtzeitig abzustellen, damit nicht so viel Kaffee in der Dosiereinheit übrig bleibt. Denn sie muss jeden Abend geleert werden. Den Kaffeerest füllen wir in einen dichten Behälter, damit wir dann, wie gesagt, jeden Abend das Kreuz reinigen können, um alle möglichen Rückstände zu entfernen und zu beseitigen. Die Kaffeedosiermühlen können mit zwei verschiedenen Mahlwerken ausgestattet sein. Konische Mahlwerke, die den Kaffee weniger erhitzen und länger halten. Sie werden nach etwa 800-900 Kilogramm ausgewechselt. Oder flache Maschinen, die dagegen nach rund 400 Kilogramm Mahltätigkeit ausgewechselt werden können. Unter den verschiedenen Mischungen, die Costa d'Oro im Angebot hat, stellen wir Ihnen heute Costa d'Oro Coffee Lab, Master Club Coffee und Costa d'Oro vor. Alle drei Mischungen sind vom INEI, dem Nationalen Italienischen Espresso-Institut, zertifiziert. Wir nehmen jetzt die Mischung Costa d'Oro, denn sie ist in diesem Moment in diesem Beutel, den wir hier bequem zur Hand haben, so dass wir ganz einfach alle Arbeitsschritte und Kunstgriffe für die Pflege unserer Kaffeedosiermühle erklären können. Wir öffnen also die Packung und schütten den Inhalt in den Bohnenbehälter. Bitte denken Sie immer daran, die Kaffeepackungen kühl zu lagern und den Bohnenbehälter der Dosiermühle immer gut geschlossen zu halten. Und nun ist der Moment des Mahlens gekommen. Woran können wir erkennen, ob der Mahlvorgang korrekt ist oder nicht? Auch in diesem Fall hilft uns eine kleine Regel, die 25-Sekunden-Regel. Das heißt, wir haben 25 Sekunden Zeit, wenn wir die Taste für die Ausgabe drücken, um 25 Milliliter Kaffee zu erhalten. Wenn der Kaffee den 25 Milliliter Stand in rund 20 Sekunden erreicht, ist das Mahlwerk wahrscheinlich zu grob eingestellt. Wenn wir die 25 Milliliter erst in 30 Sekunden erhalten, ist es zu fein. Wir haben hier an der Ringmutter Kennzeichnungen, die uns die Position des Mahlwerks anzeigen, mit der Bezugsmarkierung, die hier dagegen auf der Mühle zu sehen ist. Wenn wir das Mahlwerk enger stellen müssen, damit es feiner mahlt, drehen wir unsere Mutter in Richtung fein, also nach rechts. Wenn wir dagegen das Mahlwerk vergröbern müssen, drehen wir sie nach links in Richtung grob. Kommen wir nun zur Kaffeemaschine selbst. Die Kaffeemaschine ist wesentlich für die Extraktion eines guten Espresso. Unsere Kaffeemaschine besteht aus einem eingebauten Boiler für die Wassererhitzung, aus den Ausgabegruppen, den Dampfhähnen für die Erhitzung von Milch oder Wasser, für den Tee oder anderes und aus zwei Anzeigevorrichtungen. Es handelt sich um Druckanzeigen. Die erste, obere, zeigt den Druck im Kessel,
und damit die Wassertemperatur an, die zweite den Druck des Pumpelements. Es ist wichtig, dass er immer zwischen 8,5 und 9,5 Atmosphären steht. Nun setzen wir die Filter in den Filterhalter ein. Wir haben ihn über Nacht in Wasser gelegt, damit sich alle Fettrückstände lösen können, die noch vorhanden sind, auch wenn wir ihn gut gespült haben. Bitte denken Sie daran, immer ohne Spülmittel über Nacht. Der Filterhalter wird erst gründlich gespült. Das gleiche machen wir dann mit den Filtern. Und nun erwärmen wir unter dem heißen Wasser der Kaffeemaschine unsere beiden Filter. Und jetzt mahlen wir den Kaffee. Um zu prüfen, ob der Mahlgrad richtig ist, füllen wir die vier Abteilungen im Kreuz erst nur einmal, sodass wir nicht zu viel gemahlenen Kaffee mit einem falschen Mahlgrad haben, falls er reguliert werden muss. Wir füllen den ersten Abschnitt, versetzen das Kreuz und führen diesen Vorgang für alle vier Abteilungen aus. Nach dem zweiten denken wir daran, den Trichter wieder zu schließen, um die Mühlen für eine eventuelle Einstellung freizulassen. Die Mühlen sind leer. Wir schalten das Mahlwerk ab. Die Mühlen sind leer, wir schalten das Mahlwerk ab.